Herzlich willkommen zum Coming-Up des Achtelfinales Parte Numero Uno. Langsam geht es wirklich in die heiße Phase und uns stehen 8 spannungsgeladene Battles auf höchstem Niveau bevor. Die ersten 4 davon kommentiere ich heute kurz und gebe, sofern möglich, meine Einschätzung ab. Ein sehr interessantes Battle, das hier aus meiner Sicht keinen echten Favoriten gibt. Natürlich ist Dima nach seiner großen Leistung und 2 hervorragenden Runden gegen Jasper jetzt im Fokus der Aufmerksamkeit, in den Ampere noch nicht wirklich gerutscht ist. Aber genau das macht es für Dima auch schwierig. Ampere hat in Relation zu Jasper sehr wenig Angriffsfläche. Er kann rappen und hat eigentlich nichts, was wirklich peinlich ist, also womit will man ihn fronten? Auf der anderen Seite dürfte es auch für Ampere nicht leicht sein, etwas zu finden, das nicht bereits in den vorigen Runden gegen Dima gebracht wurde. Wobei, doch, da fiel mir einiges ein. Aber wie dem auch sei, das wird spannend und ich freue mich in diesem Battle wieder sehr auf die Hooks, denn die können beide richtig gut. Wie eingangs erwähnt, lässt sich der Ausgang für mich hier nicht wirklich bestimmen. Hängt davon ab, ob Dima seine Form halten kann und es schafft, gegen einen so glatten Gegner wie Ampere etwas zu finden, womit er ihn durch den Kakao ziehen kann. Mir würde das schwerfallen. Müsste ich also wetten, würde ich eine eher kleine Summe auf Ampere setzen. Aku vs. Schliever. Auch ein mega interessantes Battle, das wohl mehr als alle anderen von den Gegensätzen lebt. Hier haben wir auf der einen Seite Schliever, der sehr musikalisch ist, und auf der anderen Seite Aku, der diesbezüglich noch nicht viel von sich hören ließ. Dennoch ist das alles andere als eine klare Kiste für Schliever, denn Aku ist textlich zum jetzigen Zeitpunkt Schliever einfach haushoch überlegen. Schliever hat zwar wunderschöne Hooks und hier und da auch mal eine witzige Punchline gebracht, im Gegensatz zu der Dichte, die Aku bislang vorgezeigt hat, wirkte das Ganze aber doch mehr wie Helium. Aber, ich kann es langsam schon selbst nicht mehr hören, so oft wie ich das schon erwähnt habe, Schliever kann es eigentlich. Schaut euch nochmal das Battle von 2013 von Spliff-Tastic gegen Schliever an, das ich hier und in der Beschreibung nochmal verlinke. Kontern kann Schliever exzellent. Falls Schliever seine Form wiederfindet, sollte er Aku also eigentlich schlagen können. Wenn er sich allerdings im Vergleich zu den vorigen Runden nicht steigert und Aku weiterhin so durchzieht, kann das auch gut an ihm gehen. AT vs. Winnen. Okay, hier gibt es wohl einen eindeutigen Favoriten und das ist natürlich AT. Aber Überraschungen gab es in diesem VBT ja bereits zu Genüge und daher steht hier der Sieger längst noch nicht fest. Während AT mit seiner unglaublichen Kraft zu rappen alles platt zu machen scheint, was ihm in den Weg kommt, kann Winnen bisher eher vor allem durch seine Hooks punkten. Beide haben in der Hinrunde wohl leider mit zeitlichen Problemen zu kämpfen, aber beide machen auch einen sehr hungrigen Eindruck und wollen auf jeden Fall weiter. Wenn es nach mir ginge, würde ich auch liebend gern beide weiterlassen, um noch weitere Runden von diesen sympathischen Dudes zu hören. Ich bin gespannt darauf, was die beiden als Schwachpunkte bei ihrem Gegner ausmachen und sich gegenseitig an den Kopf werfen. Unterm Strich bleibe ich aber dabei. AT ist hier zu Recht als Favorit gehandelt und Winnen muss auf jeden Fall eine deutlich bessere HR liefern als gegen Sepsis, wenn er hier eine Chance haben will. Benson gegen Jeremy. Beide haben einen extrem krassen Flow, so viel steht fest. Dennoch hat Jeremy im bisherigen VBT einfach die besseren Runden gebracht und geht deswegen wohl als Siegesanwärter in dieses Battle. Dass Benson so extrem lustlos sein, war natürlich etwas übertrieben im Podcast und diente mehr als Running Gag. Einen wahren Kern hat die Sache aber schon. Er muss sich auf jeden Fall deutlich mehr reinhängen und Zeit nehmen, wenn er denn weiterkommen möchte, denn Jeremy ist jemand, an dem sich ausnahmslos jeder Teilnehmer schwer tun würde und gilt mittlerweile nicht mehr nur im Geheimen als Titelaspirant. Also Benson, zeig mal, was du kannst und Jeremy, halte dein Niveau, dann kriegen wir hier noch ein richtig spannendes Battle. Sollte Erstgenannte aber weiterhin faul wie Sau bleiben, dürfen wir Jeremy wohl sicher im Viertelfinale begrüßen. Schreibt mal drunter, ob ihr meine Einschätzung teilt oder ganz anders seht. Aber bitte mit Begründung, sonst habe ich ja nichts mehr zum Diskutieren. Ich setze mich jetzt mal an den zweiten Teil der Paarungen, die Vorschau für Klepto vs. J Different, Bernd ohne Namen gegen Presto, Frank Kemp vs. Falk und Koma Jack gegen Davo erscheint dann am Donnerstag, den 18. um 18 Uhr.